Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meine Top 5 Mods der Woche für Jurassic World Evolution. Und diese Woche zeige ich euch wirklich 5 Mods, die auch diese Woche erschienen sind. Im Hintergrund hört ihr schon die erste Mod schreien. Vielleicht kann ja der ein oder andere identifizieren, welcher Dino das ist. Alle Mods, die ich euch zeigen werde, werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung für euch verlinken, damit ihr die dann auch mal selber ausprobieren könnt. Und dann kommen wir schon zu meinem Platz 5. Das ist nämlich die Plateosaurus Mod. Diese bringt für den Uluru Titan, den ihr hier schon seht, einen neuen Pflanzenfresser in das Spiel, nämlich den Plateosaurus. Kennt vielleicht einige aus ein paar Dokus und sowas. Ich habe von dem auch schon mal gehört. Und der Unterschied ist natürlich sehr markant, ne, zu dem Uluru Titan. Sieht halt komplett anders aus. Neue Dinosaurier sind immer sehr cool für das Spiel. Vor allem, wenn sie dann auch noch gut aussehen, gut animiert sind. Was auf ihn hier, also er sieht gut aus, auch von der Auflösung und so her, ist er wirklich sehr cool, auch von der Körperhaltung und so her. Aber allerdings sind die Animationen teilweise nicht so gut. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als wenn er hier schwebt. Das soll eigentlich so darstellen, dass er immer noch auf zwei Beinen steht und einfach nur die Arme unten hat, glaube ich. Aber man sieht schon, dass er sich eigentlich abstützt damit. Allein schon, weil dieser Dampf und sowas kommt vom Aufstampfen. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und das stört mich so ein bisschen, deswegen ist die Mod auch nur bei mir auf Platz 5 gelandet. Allerdings so an sich finde ich den ganz cool, muss ich sagen. Also es ist schon echt ein cooler Dinosaurier. Wir können am besten hier mal gucken. Der hat auch coole Skins, wie ihr seht. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Muster das ist. Aber die Form ist schon sehr besonders. Der ist sehr länglich, relativ hoch auch von der Körperhaltung und sieht halt ganz anders aus als die anderen Pflanzenfresser. Das gefällt mir auch echt gut. Wenn er dann auf zwei Beinen steht, sieht das Ganze auch sehr schön aus. Allerdings, sobald er dann irgendwie versucht, sich auf alle Viere zu stellen, wird das Ganze so ein bisschen problematisch. Das seht ihr jetzt gleich hier bei dem Rötlichen, weil der wird jetzt versuchen zu trinken. Oder auch nicht. Ne, anscheinend nicht. Die machen wahrscheinlich erstmal, die schnuppern Freiheit. Ich glaube, die wollen ja hinten ins Wasser. Bisschen planschen gehen da bei den Wasserfällen. Guck mal, er schreit schon da raus. Ah, die sind wirklich groß. Also ich finde es mega cool. Jetzt seht ihr das ganz gut. Das wollte ich euch gerade zeigen. Ja, hier geht das sogar noch bei der Animation. Es soll halt... Ach, man sieht schon, dass er sich abstützt eigentlich mit den Händen. Es soll halt wirklich so dargestellt sein, als wenn er die in der Luft hält, aber es sieht nicht ganz so aus. Es gibt allerdings auch noch eine andere Version von dieser Mod. Da soll er auf allen Vieren sich auch wirklich hinstellen. Die gucken wir uns auch gleich noch ganz schnell an. Ich finde ihn aber alles in allem sehr gut. Die Auflösung ist halt sehr gut. Ich finde die Skins auch sehr schön. Welcher ist das denn jetzt? Das ist lebhaft. Dann haben wir hier einmal Alpin, das finde ich auch super schön. Schön gefleckt und gestreift. Das hier ist das Standardmuster. Dann haben wir hier einmal Tiger, auch sehr cool. Und hier haben wir noch Regenwald, das sieht auch sehr gut aus. Es gibt auch noch einen weiteren, den habe ich aber jetzt nicht ausgebrütet. Könnt ihr selber dann ausprobieren, das Ganze ist ja wie gesagt unten verlinkt. Und ich installiere jetzt nochmal ganz schnell die andere Version und zeige euch die dann nochmal. So Leute, das ist jetzt die andere Version, die habe ich mal installiert. Die nennt sich Semi-Quadrupedal. Die andere hieß Bipedal. Das heißt, bei der einen Version läuft er auf zwei Beinen und hier auf dieser soll er so semi auf vier Beinen laufen. Man sieht auch schon, dass die Arme länger sind, definitiv. Also das könnt ihr dann einfach auswählen, was ihr gerne haben wollt. Bin ich mal gespannt. Jetzt wird er sich wahrscheinlich komplett abstützen beim Fressen oder so. Das sehen wir schon da vorne, das ist gut. Ja, genau. Hier stützt er sich dann so ein bisschen ab. Ja, das sieht meiner Meinung nach ein bisschen schöner dann aus von der Animation. Allerdings sieht das Model dann nicht mehr so cool aus. Das sieht mit diesen kürzeren Armen schon ein bisschen cool aus. Aber die Animationen sehen dann halt echt viel besser aus, weil er sich dann wirklich abstützt, auch so mit einem Arm und sowas. Da seht ihr das? Dann kommt das nicht mehr alles so komisch rüber. Aber das könnt ihr dann selber bei der Mod entscheiden. Und ich finde, die Plateosaurus-Mod ist definitiv ein verdienter Platz 5. Auf Platz Nummer 2 zeige ich euch einen weiteren neuen Dinosaurier für das Spiel, nämlich einen neuen Fleischfresser, den Concavenator. Auch ein sehr interessanter Fleischfresser. Dieser kommt für den Metriacanthosaurus in das Spiel. Wir lassen ihn einfach mal frei. Dann seht ihr, was diesen so besonders macht. Das ist auch ein neuer Skin, der sieht auch cool aus. Das Standardmuster. Und man sieht eigentlich direkt, was diesen besonders macht. Nämlich diese zwei Höcker auf dem Rücken und hier oben.
dieses Segel. Das ist auch sehr markant. Sieht echt cool aus. Der Skin ist von der Qualität auch relativ gut. Bis auf das Auge. Das finde ich irgendwie teilweise... Na, es könnte noch ein bisschen besser sein. Aber ich finde ihn wirklich interessant. Den Konka Venator. Habe ich vorher auch so noch nie gehört. Finde ich aber sehr cool. Ich mag auch die Kombination von dem Skin. Dieses Grün mit dem Rot und diesem Braun-Beige-Gelben. Das ist eine sehr interessante Kombination. Von den Animationen her, denke ich mal, wird er relativ gut funktionieren, weil der hat, glaube ich, eine sehr ähnliche Körperhaltung wie der Metriacanthosaurus. Also ich denke nicht, dass da sich viel ändern wird zum Metriacantho. Diese Kamera ist ganz komisch. Ich mag die überhaupt nicht. Weil mittlerweile die freie Kamera funktioniert irgendwie nicht mehr ganz so richtig. Ja, das sieht alles wunderbar aus, das Trinken und sowas. Also ich denke, da wird sich nicht viel geändert haben. Ich platziere den mal eben schnell Futter hier. Und dann lassen wir gleich nochmal seinen Kumpanen frei. Weil es gibt natürlich wieder mehrere Skins. Ich zeige euch jetzt nur zwei Stück. Und die restlichen könnt ihr euch dann selber anschauen. Aber es ist wirklich ein interessanter neuer Fleischfresser. Mag ich sehr gerne. Der ist so ein bisschen schlichter. Auch hier wieder die Kamera am Spacken, bis ich... Na, die wollte ich nicht. Die freie Kamera, genau. Ist das jetzt die Bodenkamera? Ah, ne, jetzt bin ich in der Freien. Okay. Kann sein, dass ich da auch irgendwas falsch mache mit der Kamera. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich habe das Gefühl, seit dem Update funktioniert die nicht mehr ganz so gut. Das ist übrigens Regenwald. Es gibt aber natürlich noch viele weitere. Hier sind sie beide am Fressen. Sieht schon sehr interessant aus, ne? Da packt er ihn. Und die Animationen sehen wirklich alle wunderbar aus. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass er nicht viele Proportionsänderungen hat zu dem Metriacanthosaurus. Also es sind halt lediglich so ein bisschen die Merkmale, die sich geändert haben. Diese Segel oder Höcker, die er da hat und das, was auf seinem Kopf über den Augen und sowas zu sehen ist. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ist ein cooler neuer Fleischfresser für das Spiel und deswegen für mich ein verdienter Platz 4. Auf Platz Nummer 3, ihr seht schon am Untergrund, haben wir endlich mal wieder eine Terrain-Tool-Mod, nämlich die Tasmania Terrain Mod. Eine richtig coole Mod, wie ich finde. Hier seht ihr schon den Standardrasen oder das Standardgras, so ein bisschen. Hier kann man sogar schon so ein bisschen die Büsche und sowas sehen. Das ist schon sehr cool. Das hat alles so ein bisschen hellgrün-grün, so ein bisschen moosig, finde ich, sieht das aus. Und mit so einem felsigen Untergrund. Und hier vorne wird das Ganze so ein bisschen ja, beige. Also ich finde es sehr schön. Ist eine sehr hübsche Mod. Und auch die Bäume sehen sehr hübsch aus. Und die Felsen seht ihr sogar auch schon im Hintergrund. Wir brauchen gar nichts zeichnen. Wir gehen trotzdem mal einmal alle Sachen durch, würde ich sagen. Einmal das Gras, das seht ihr hier schon. Dann haben wir einmal den Fels, machen wir als nächstes. Der sieht so aus. Ein relativ heller Fels. Mit viel Braun drin, viel Weiß drin. Sieht sehr interessant aus. Also kann man sicherlich für das ein oder andere Parkbauprojekt gut verwenden. Dann haben wir einmal den Sand. Der sieht auch schön aus. Hat so ein bisschen was, finde ich, beides von so einer Salzwüste. Also ich denke mal, wenn man sowas wie eine Salzwüste bauen möchte, das kann man richtig gut mit diesen Terrain-Tools machen. Und ich finde, die sehen auch von der Auflösung her sehr gut aus. Hat, glaube ich, auch der Entwickler der Mod reingeschrieben, dass es seine beste Terrain-Mod ist. Ich meine, jetzt ist sie auch pixelig, aber wenn man so das mit dem Sand aus anderen Mods beziehungsweise aus dem Originalspiel vergleicht, sieht das schon ziemlich gut aus. Also es ist schon eine ziemlich coole Textur. Und dann haben wir hier nochmal Dirt. Das ist nochmal so ein bisschen heller und sieht meiner Meinung nach auch so ein bisschen moosig aus und so wie ein bisschen altes Gras mit so ein paar Stellen drin. Auch eine richtig coole Textur, wie ich finde. Ist mal was ganz anderes und was echt Besonderes. Wir gehen natürlich ja auch nochmal kurz die Bäume durch. Die habt ihr ja gerade schon gesehen. Das sind die normalen Bäume, Büsche und sowas. Haben halt immer diesen beigen, hellen Untergrund und auch eine relativ helle Farbgebung. Sieht alles auch so ein bisschen... Ich finde schon, dass es ein bisschen was Märchenhaftes, Paradiesisches hat. So ein bisschen. Finde ich schon. Also sieht auf jeden Fall schön aus. Also gefällt mir gut. Gucken wir hier nochmal die Sachen durch. Hier haben sich nämlich auch noch ein paar Sachen geändert sogar. Das ist jetzt auch ein bisschen heller geworden von den Ästen her. Der Baum hat sich komplett geändert. Richtig cool. Ist halt jetzt so ein richtig hoher Baum geworden mit einem sehr hohen Ast. Und oben dann so ein etwas schmaleres Blätterwerk. Hier oben sind auch so Äste dran, ohne überhaupt Blätter. Finde ich auch super interessant, einen neuen Baum mal zu sehen im Spiel. Wie das aussieht im Wind.
Das ist voll interessant. Die anderen haben sich aber, glaube ich, soweit nicht geändert. Das sind die Palmen. Und eben auch eine interessante Form. Weil das irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Das sieht so wie Rinde aus. Und das bei Palmen. Hm. Aber sieht trotzdem, ist mal was anderes, ne? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das sind die kleinen Palmen. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch den großen Baum, der hat sich nicht großartig geändert. Und natürlich die Redwood Trees, die sind auch nochmal sehr interessant. Die sehen nämlich so aus. Oh, haben sich auch ein bisschen geändert von der Farbgebung. Haben sie auf jeden Fall an das Terrain-Pack angepasst. Wir können ja mal hier reinschauen. Hier hat man nämlich schon mal so eine fertige Landschaft stehen. Das sind übrigens ja auch die Felsen. Von der Farbe her könnt ihr die hier schon ganz gut sehen. Formtechnisch haben sie sich so ein bisschen auch geändert, habe ich das Gefühl. Der sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus, glaube ich. Sehen alle so ein bisschen anders aus, minimal, kann das sein? Glaube schon. Also ich glaube, die Form hat sich schon ein bisschen geändert. Aber an sich ist die Grundstruktur der Felsen gleich geblieben. Also das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Gibt auch immer noch die gleichen Felsen. Genau. Der Felsen hat normalerweise auch nicht hier so eine Kante drin. Der geht einfach nur straight nach oben. Also die wurden alle so ein bisschen interessanter gemacht, die Felsen. Finde ich cool. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier nichts vergessen. Und ja, da würde ich sagen, das war mein Platz 3, die Tasmania Terrain Mod. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Platz 2 für diese Woche. Ich habe einfach mal die Tasmania Terrain Mod installiert gelassen, weil ich die eigentlich ganz hübsch finde. Ist mal was anderes. Und diese Woche sind wirklich viele neue Dinosaurier-Mods für das Spiel rausgekommen. Denn ich zeige euch jetzt wieder einen weiteren Fleischfresser, den Yangchuanosaurus. Und der sieht wirklich mega interessant aus. Der kommt für den Allosaurus ins Spiel. Ich würde sagen, wir lassen ihn direkt frei. Und dann schauen wir uns den mal gemeinsam an. Oh mein Gott. Also wenn der nicht nice aussieht, dann weiß ich auch nicht. Richtig coole Mod. Vor allem die Schnauze und das Ganze hier vorne sieht sehr cool aus. Was macht er denn jetzt? Was hat er vor? Er schleicht hier so durch den Wald. Ah, er will sich die Ziege snacken, so wie es aussieht. Das gucken wir uns doch mal eben an. Ja, der ganze Skin, das ganze Muster sieht so unfassbar gut aus. Wir können uns den jetzt auch nochmal ganz kurz in Pause anschauen einmal. Und dann seht ihr auch, dass die Auflösung relativ gut ist. Also gefällt mir schon sehr gut. Das Auge sieht auch sehr gut aus. Das ist ja meistens das Manko bei den meisten Mods, dass das nicht so cool aussieht. Aber das sieht hier alles relativ gut aus. Ich meine, wenn man ranzoomt, wird es so ein bisschen pixelig. Aber ich meine, viel näher als so zoomt man nicht ran. Und so sieht es halt wirklich noch top aus von der Auflösung. Ist echt schön. Die Zähne sehen gut aus. Das ganze, der ganze Kopf sieht super interessant aus. Auch das Muster, was hier oben drauf ist. Dann diese Zacken. Die Bewegungen sehen bis jetzt auch sehr gut aus. Der Hals sieht cool aus. Die Streifen, die Punkte. Also ist wirklich eine richtig tolle Mod. Sieht super, super interessant aus. Richtig cooler neuer Fleischfresser. Und sieht halt auch null aus wie der Allosaurus, für den er ja in das Spiel kommt. Hab von dem tatsächlich aber auch vorher nie wirklich was gehört. Von dem, wie heißt der nochmal? Yangchuanosaurus. Habe ich nie was von gehört. Aber der sieht einfach richtig, richtig cool und bedrohlich aus. Und ist mal was ganz anderes. Wir lassen einfach mal noch einen frei. Ich werde jetzt auch wieder nur zwei freilassen, wenn ihr die anderen auch noch sehen wollt. Installiert die Mod selber und schaut sie euch an. Das ist jetzt, glaube ich, Waldland. Sieht auch super interessant aus. Die Kamera spielt wieder richtig mit. Also wirklich cooler Dinosaurier. Gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, die Animationen sind auch noch alle ziemlich gut erhalten geblieben. Nimmt er sich da auch ein Stück Fleisch? Ja. Ja, das sieht alles noch wunderbar aus. Also die Proportion von dem Allosaurus scheint hier gut funktioniert zu haben. Ist definitiv ein cooler neuer Fleischfresser für das Spiel. Und ich finde die Umsetzung auch sehr gut. Also die Auflösung ist super. Er sieht optisch super aus. Die Animationen sind gut. So möchte ich neue Dinosaurier sehen. Das Einzige, was natürlich noch fehlt, ist hier diese Namens- und Bildänderung in der Ausbrütstätte. Das finde ich auch immer noch cool, wenn das gemacht wird. Also dass hier der richtige Name steht und auch das Bild geändert wird. Aber das Model ist natürlich jetzt erstmal das Wichtigste, würde ich sagen. So, jetzt sehen wir den Yangchuanosaurus hier nochmal auf der Jagd, wie er gleich einen Archaeornithomimus erlegt. Könnt ihr nochmal die Animation sehen. Und die sehen wirklich sehr gut aus. Ja, die sind perfekt beibehalten. Aber das ist halt immer ein Vorteil, wenn man wirklich die Körperproportion
von dem Allosaurus beibehält. Aber er sieht trotzdem komplett anders aus als der Allo. Also man kann nicht erkennen unbedingt, dass dieser von dem oder aus dem Allosaurus erschaffen wurde. Ist wirklich ein verdienter Platz 2. Und zu guter Letzt auf Platz 1. Wie könnte es anders sein? Ich habe euch die Mod schon mal vorgestellt in einem extra Video, aber ich musste sie unbedingt hier nochmal auf meinen Platz 1 packen, weil sie einfach verdammt gut ist. Nämlich die Demetrodon-Mod von Hale Quinsego. Die ist wirklich richtig cool. Und ich habe sogar einen Grund, warum ich die nochmal hier in die Top 5 Mods der Woche gepackt habe. Denn sie wurde nochmal geupdatet. Es gibt nämlich nochmal eine Version von den Demetrodon, wo der Mund geschlossen ist. Weil bei der Standardversion, die als erstes rausgekommen ist, da war der Mund mal so ein bisschen geöffnet. Das fanden aber viele nicht so gut. Und da hat der Mod-Ersteller direkt reagiert und hat einfach nochmal eine Version rausgebracht, wo der Mund dann so ein bisschen geschlossen ist. Finde ich mega cool, dass er direkt so auf die Community eingeht. Und ja, ich weiß gar nicht, ich brauche euch gar nicht so viel über die Mod sagen. Ich verlinke euch einfach das Video, was nochmal genau über diese Mod ist, unten in der Videobeschreibung. Dort zeige ich euch die dann nochmal ausführlich mit Kampfanimationen und allem. Aber das ist wirklich für mich eine der, wenn nicht sogar die beste Mod, die bis jetzt für Jurassic World Evolution rausgekommen ist. Hammer Dinosaurier, hammer gut umgesetzt, richtig gute Qualität. Ist was richtig Besonderes. Ist ja, ist gar kein Dinosaurier, habt ihr schon geschrieben. Aber ja, man sagt halt immer Dinosaurier, wenn man hier was freilässt. Es ist ein prähistorisches Urzeitwesen, nennen wir es einfach mal. Ich glaube, da können wir nicht viel falsch machen. Passt ja auch super ins Bild, sieht richtig cool aus. Wir lassen mal noch einen weiteren frei. Und wenn euch die Mod interessiert, dann checkt einfach das Video ab, was ich euch unten verlinke. Da zeige ich euch die dann nochmal ein bisschen genauer. Und ihr könnt sie auch gerne ausprobieren. Der Link zu der Mod ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist wirklich eine klasse Mod. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist jetzt nochmal ein anderer Skin. Ist schon mega, mega cool. Und damit verabschiede ich mich von euch, von meinem Top 5 Mods der Woche. Schreibt mal in die Kommentare, welche von den 5 Mods, die ich euch vorgestellt habe, am besten gefallen hat. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.